Moin, hier bei uns am Studio von Klagemauer TV. Thema von Haut: Was sieht Bashar al-Assad dazu, dass er beschuldigt wird, chemische Waffen benutzt zu haben? An einem exklusiven Interview von der russischen Tageszeitung Izvestia äußert sich der syrische Präsident Bashar al-Assad unter anderem auch zu der Beschuldigung, dass er chemische Waffen angesagt hat. Hi, eine losing Antwort. Es macht keinen Sinn. Für dich gibt Beschuldigungen gemacht und du nur gedreht nur Beweise gesicht. Genauso handelt das meistens Land USA. Mir sie für dich beschuldigt gehen, an recht zwei Tage spät hat die US-amerikanische Regierung verlaute gelost, mit der Beweisaufnahme anzufangen. Mir gibt beschuldigt als Armee hat chemische Waffen an einem Gebiet angesetzt, das anscheinend unter der Kontrolle von Rebellen wäre. Es gibt aber an diesem Gebiet kein klar definiert Front zwischen der Armee und den bewaffneten Gruppierungen. Kann ich Staat chemisch oder einer Massenvernichtungswaffen ersetzen, da wo seine eigenen Truppen mobilisiert sind? Das widerspricht der elementarsten Logik. Dafür sind die Beschuldigungen ausschließlich politisch. An der Grund dafür ist, weil als Regierungskräfte eine Reihe von Erfolgen hatten gegen Terroristen. Die syrische Regierung hat mit der UN-Kommission aufgestimmt, für gemeinsam zu untersuchen, ob angeblich Ersatz von chemischen Waffen wirklich stattfinden. Das Resultat von der UN-Kommission wird dann der UNO weitergereicht. Aber ihr wisst ja auch, dass ein Resultat da von all einzelnen Land frei interpretiert kann gehen. Am Gegensatz zu den westlichen Regierungen weiß Izvestia, welche Menschenrechte respektiert. Es geht in dem Ugekloten rechtlich Gehör und es geht in davon aus, dass den Ugekloten unschuldig ist. Soweit Bashar al-Assad. Mir will noch ein Merci und das russische Zeitung Izvestia sagen, die so unvoreingenommen diesen Interview gemacht hat und nicht einfach das publiziert hat, was der Mainstream fürgeht. Auch dir könnt dazu beitragen, für das Gegenstimme gehört wird. An dem es dir die Medienklagemauer TV bekannt macht. Mir so nicht merci für eure Aufmerksamkeit, aber bis die nächste Kehr. Eddie.